Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier heute Abend zu Gast bei Iondo Markets Live Trading und Analyse. Wir wollen eine Stunde lang auf den aktuellen Chart schauen und sehen, wie wir die Marktsituation umsetzen können. Bevor wir loslegen, erstmal der kurze Test, ob die nächste Folie jetzt auch angezeigt wird. Das habe ich nämlich eben nicht so richtig hinbekommen, aber jetzt glaube ich, schaffen wir das. Jawohl, wunderbar, jetzt müsste das richtig bei Ihnen angezeigt sein. Ich selber bin bei Iondo Markets. Das sind immer so die Regeln, die man einhalten muss, wenn man Vorträge hält oder Webinare macht. Ich bin selber nicht angestellt bei Iondo Markets. Ich bin selbstständig, einerseits in meiner Vermögensverwaltung und in meiner anderen Firma. Also das spielt nicht so sehr die große Rolle. Wichtig ist aber, dass das, was ich hier heute Abend erzähle, nicht notwendigerweise die Meinung des Gastgebers ist, also von Iondo Markets, sondern meine Händlermeinung, die ich hier kundtue, die mag richtig sein, die mag sehr richtig sein, vielleicht aber auch falsch, wir wissen es nicht, wir werden es nachher sehen, aber sie ist auf jeden Fall auf viel Erfahrung fußend, denn ich bin seit, das muss ich selber nachrechnen, also intraday-mäßig sogar schon seit 22 Jahren unterwegs, mag es gar nicht sagen, und noch länger ein bisschen mit End of Day, also für diejenigen, die auch mal nur auf Tagesbasis unterwegs sind, die können damit was anfangen. Nichtsdestotrotz, ein wichtiger Hinweis, wir gucken gleich auf den Live-Chart. Das ist natürlich ganz schick, aber da ich selber Händler bin und natürlich in der Vermögensverwaltung auch angeschlossene Händler habe, kann es sein, dass ein Interessenskonflikt besteht, auf den ich definitiv hinweisen muss, nämlich, dass ich Ihnen hier das Blaue vom Himmel erzähle, um Sie zum Kaufen oder Verkaufen zu bewegen, aus ganz eigenen niedrigen Motivationen, nämlich hier um eigene Gewinne einzufahren. Glauben Sie mir also nicht, sondern gucken Sie selber, ob Sie das nachvollziehen können, ob Sie das genauso sehen, was ich hier sage und ob das Ganze natürlich auch genau zu Ihnen passt. Das ist wichtig. Noch ein Hinweis vorab. Sie sehen das, dass ich hier stehen habe, Indizes, Aktien, Währungen, Rohstoffe, Zinsmärkte. Wir haben ja ein riesen Angebot, was man bei Iondo Markets handeln kann. Insofern alles wunderbar. Alles, was ich Ihnen zeige nachher, egal was für einen Markt wir uns angucken, lässt sich übertragen auf ganz, ganz viele verschiedene Märkte und auch, das ist mir auch wichtig, verschiedene Zeitebenen. Also wenn wir heute uns vielleicht auf dem Stundenchart mal festbeißen, glauben Sie nicht, dass das nur auf dieser Zeitebene geht, sondern übertragen Sie das Ganze eben entsprechend auf Ihre Lieblingszeitebene oder eben die, die der Markt gerade bietet. Das ist ja auch noch eine wichtige Sache. Wie man das erkennt, wie man sich daran pirscht, da schauen wir uns natürlich dann gleich nochmal an. Was viele hier schon ganz tapfer nutzen, ist die Chat-Funktion. Bitte nutzen Sie das gerne weiter. Sie dürfen natürlich Hinweise geben, ob es zu schnell, zu langsam, langweilig, Eier virtuelle hier werfen, hätte ich fast gesagt, wenn es Ihnen langweilig wird. Sie dürfen, also virtuell, bitteschön. Sie dürfen aber auch Anregungen geben, was wir in Zukunft nochmal vielleicht ein bisschen intensiver besprechen wollen oder sollen. Und ich sehe, hier sind ein paar Off-Topic-Hinweise, über die freue ich mich natürlich auch, manchmal zum Schmunzeln. Manche lese ich vor, manche freue ich mich nachher im Stillen drüber. Also ganz lieben Dank auch dafür. Wenn Sie Fragen haben, die ich heute Abend nicht beantworte, aus welchen Gründen auch immer, manchmal ist es die Zeit, dann können Sie mir gerne auch E-Mails schreiben. Sie sehen eigentlich hier unten eine Webseite eingeblendet. Einerseits die, jetzt muss ich selber mal gucken, die von Iondo und andererseits die von meiner Firma von borntraders.com. Und da mache ich einen ganz kurzen Hinweis und dann legen wir auch direkt los. Ich will da gar nicht lange drauf rumreiten. Nämlich, wir gehen ja jetzt auf die Live-Folien, insofern passt das ganz gut. Eine Folie ganz kurz zu einer Geschichte, die wir im November starten. So, wo haben wir es da? Da müsste jetzt bei Ihnen das hier hoch. Im November wollen wir für diejenigen unter uns, die mehr Ausbildung noch haben wollen, die mehr sehen wollen, wie man das machen wollen, die intensiver dann noch rangeführt werden wollen, wollen wir anbieten dort ein Event, bei dem es noch tiefer geht, über das wir noch intensiver sprechen wollen, einen Workshop, der zugegeben ein bisschen ein paar Euro kostet, aber für diejenigen, die es ernst meinen mit dem Geld verdienen, sicherlich eine interessante Geschichte ist. Also auf der Webseite, auf meiner eigenen, können Sie es in der Mitte finden. Also gucken Sie selber hier nach. Perfektes Ausbildungsprogramm Mitte, in der Mitte das November-Event. So,
Das finden Sie selber, da suchen Sie sich selber ein bisschen durch, wenn Sie sich dafür interessieren. Für all diejenigen, die sich das später in Ruhe angucken wollen, herzlich gerne. Für alle anderen, die Webinare wird es natürlich hier weiterhin geben und sollen natürlich Sie auch weiterhin unterstützen. Ja, das andere ist nur für die, die es wirklich intensiv angehen wollen und sagen, Mensch, da muss noch mehr gehen, um mich erfolgreich zu machen. So, soweit die Eigenwerbung, damit soll es auch das gewesen sein. Aber jetzt wollen wir mal gucken auf den Live-Chart, in der Hoffnung, dass Sie jetzt die Plattform sehen. Das ist die Ayono Markets Trading-Plattform, Trade Hub genannt, auf der wir uns jetzt bewegen wollen. Ich will da gar nicht eine große Einführung machen im Sinne von, so und so müssen Sie hier klicken, damit das und das passiert. Gucken Sie einfach, wie ich das mache. Alles andere probieren Sie selber aus. Eine Demo ist ja schnell angemeldet. Da können Sie mal ein bisschen rumspielen. Die Software ist sehr schön einfach gehalten. Also es gibt hier eigentlich keine Probleme, sich da schnell mit reinzudenken und hiermit selber zu starten. Da probieren Sie es einfach mal aus. Da machen Sie nicht viel falsch mit. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich kann mir vorstellen, der eine oder andere, ich habe noch keine Hinweise von Ihnen bekommen, aber der eine oder andere, kann ich mir vorstellen, interessiert sich für den DAX in der aktuellen Situation. Und deshalb wollen wir mal gucken, was der so ungefähr macht. Vielleicht finden wir da sogar eine Geschichte, die wir wunderschön jetzt rauslesen können. Im kurzen wie im längerfristigen Bild schauen wir mal zumindest mal kurz drauf. Da können wir verschiedene andere Sachen noch angucken. Sie dürfen sich da gleich noch was wünschen. Oder sonst schlage ich einfach ein paar Sachen vor, auf die wir mal schauen wollen. So, ich habe jetzt hier mal zwei Sachen rausgesucht. Es gibt hier einen Kontrakt, der die normale Handelszeit, die Main Session hier behandelt und der die Nachthandel auch noch mit berücksichtigt. Jetzt gehen wir aber mal auf die Main Session, denn auf die mag ich für meine Analyse eigentlich besonders gerne gucken. Wenn Sie jetzt sagen, aber wieso Main Session, der tickert doch hier immer noch, gucken Sie mal hier, die wackeln die Zahlen. Dabei bezieht sich das Ganze, Entschuldigung, nicht nur auf den Index, sondern auch das, was über den Future läuft, der ja bis 22 läuft, 22 Uhr läuft und dementsprechend läuft das jetzt noch weiter. Der andere, der tickert sogar die ganze Nacht durch. Ein kurzer Hinweis für diejenigen, die das jetzt sehr eigenartig finden. Das stimmt. Einerseits ist das eigenartig. Warum? Ja, weil der Markt ja nachts eigentlich zu hat. Auf der anderen Seite und dementsprechend ja hier auch der CFD dazu zu haben müsste. Auf der anderen Seite ist das das Angebot von Ayondo eben, dass Sie auch mal einen Stop nachts setzen können und somit keine Sorge haben müssen, dass die Position dann über Nacht ausgestoppt wird, sondern Sie eigentlich davon ausgehen können, dass Sie ohne Gap-Gefahr dann eben dann das Ganze dann auch dann eben mitnehmen können. So, gehen wir mal ganz kurz erstmal auf Tagesbasis, zumindest zur groben Orientierung. Ich schiebe jetzt das Fenster mit den Fragen mal ein bisschen nach unten, also gegebenenfalls ein bisschen geduldig sein, notfalls auch Fragen zwei, dreimal stellen. Also ich bin da nicht böse, wenn da ein paar Wiederholungsfragen kommen. So, wenn wir jetzt mal so ein paar Tage zurückgucken, dann erinnern Sie sich, wir hatten hier, nachdem der Kurs jetzt nach oben gerannt war, erste Korrektur, jetzt haben wir eine ausgiebige Korrektur. Jetzt die Frage, ist es denn wirklich eine Korrektur oder ist es nicht jetzt schon das erste Anzeichen dafür, dass der Markt jetzt massiv und dauerhaft und lang nach unten gehen wird? Ich muss gestehen, im Moment bin ich noch nicht so 100% davon überzeugt, denn wenn ich mir die Abwärtsbewegung angucke, wo hat die Abwärtsbewegung angefangen? Hier oben, höchster Punkt. Ja? Also das ist, denke ich, für alle nachvollziehbar. Wo sind wir jetzt hier unten? Also Frage, Abwärtsbewegung oder Aufwärtsbewegung? Ja gut, witzig. Natürlich Abwärtsbewegung das Ganze. Das ist relativ leicht für alle feststellbar. So, und wenn Sie jetzt sich mal überlegen müssen, wo steckt mehr Dynamik dahinter? Ich sage es mal ein Schutzwort Dynamik. Ja? Auf der linken Seite bis zu dem Anstieg oder auf der rechten Seite nach dem Anstieg, also nach dem Hochpunkt hier. Dann werden Sie sicherlich hier sagen, Mensch, hier, das sieht schön gleichmäßig aus alles. Wir haben immer wieder lange Strecken, die gleichmäßig sind und wir haben aber zwischendurch mal Erholungsphasen. Hier war mal eine, vielleicht war hier was Kleines an Erholungsphasen. Aber wir sehen, dass diese Erholungsphasen immer wieder ohne Überschneidungen sind, also relativ klare, zügige Bewegungsrichtung. Und wenn ich mir das hier angucke, dann sieht das, so sehr das auch weit gelaufen ist, vielleicht weiter, als ich mir das wünsche, aber wenn ich mir ehrlich bin, sieht das immer noch sehr korrektiv aus. Und dafür mache ich gerne meinen Trendkanal auf. Gucken wir mal so ungefähr. Das ist die Oberseite der Bewegung gewesen bis jetzt. Ich kann jetzt hier mal die Unterseite
Es kommt hier nicht auf den Schnaps drauf an. Wir sind keine Chirurgen, wir machen hier nicht Millimeterarbeit. Wir sind an der Börse, da wird auch mal geklotzt. Notfalls mal nicht genau geguckt, dann wird man ein bisschen überschossen, das kennen wir alle. Aber im Wesentlichen kann man sagen, dass die Kursbewegung von oben nach unten, also dieser Abwärtstrend, diese Abwärtsbewegung, dass die innerhalb dieser beiden Linien verläuft, das kann man relativ klar sagen. Und wir sehen, dass innerhalb dieser Bewegung viele Kursüberschneidungen sind. Jetzt können Sie natürlich zu Recht sagen, wieso, nach oben kann ich auch einen Trendkanal malen. Jetzt machen wir mal den Vergleich, nur dass Sie mal sehen, wie der Unterschied ist. Machen wir mal von hier zum Beispiel, legen wir das mal hier ungefähr an und legen wir das mal da oben an. Ja, wir können auch sagen, dass die Aufwärtsbewegung zwischen zwei parallelen Linien verläuft. Wir können auch den breiteren Kanal nehmen, darauf kommt es jetzt nicht drauf an. Aber wir sehen, dass es innerhalb dieser Bewegung eben genau keine oder wenig Überschneidungen gibt. Das heißt, die Korrekturen, wir haben hier mal eine, die ist eher zur Seite gegangen, wir haben hier eine, die ist eher nach unten gegangen. Manch einer würde sagen, das ist eine Seitwärtskorrektur, das ist eine scharfe Korrektur jetzt hier oder Zigzag könnte man vielleicht sogar sagen, dass die sich eben nicht überschneiden. So, und das ist eben das typische Verhalten. Jetzt gucken wir uns mal das hier an. Da ging es runter, ging es hoch, ging es runter. Okay, soweit touché. Jetzt ging es hier nach oben. Jetzt ging es wieder tiefer. Also wir haben tiefere Tiefs, wir haben tiefere Hochs, aber wir sehen, dass die Hochs immer noch in die Tiefs der vorangegangenen, gucken wir mal das an, der ist höher als das hier. Und der ist höher als das hier. Das heißt, die sind überlappend, überschneidend. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass das eine klar korrektive Bewegung ist. Jetzt weiß ich, gibt es viele Schwarzmaler, es gibt viele, die große Sorgen haben, was den Markt angeht. Das kann man teilen oder nicht. Ich glaube, kann durchaus für manche Ideen Sympathien empfinden. Spielt aber keine Rolle. Der Markt zeigt das im Moment nicht. Der Markt hat im Moment das Anzeichen, dass er sich jetzt korrektiv, also Countertrend würde man sagen, oder gegen den Trend. Der Trend ist ja offensichtlich nach oben. Wir sehen das hier. Wir können noch den längerfristigen Chart, dann sehen wir noch aus Erinnerung, ich kann es mal kurz nochmal andeuten, dass wir ja tatsächlich eher auf einer langfristigen Aufwärtsbewegung unterwegs sind. Ah, jetzt ist angefangen hier. Lassen wir das mal eben sein. Also das können Sie ja selber machen. Normalerweise geht das auf, ich benutze dafür normalerweise den anderen Chart, der geht dann relativ schnell. Spielt aber keine Rolle. Alle wissen, dass der DAX von unten nach oben gelaufen ist in den letzten Monaten. Jahren kann man fast schon sagen. So, aber jetzt im Moment diese Bewegung also offensichtlich dagegen läuft. Das ist wichtig. Das heißt nicht, wie der Born hat jetzt gesagt, alles in Ordnung, wir können jetzt hier massiv auf Long gehen. Es kann gar nicht fallen. Nein, von kann gar nicht ist an der Börse nie die Rede. Also bitte gehen Sie nie davon aus, nee, das geht nicht. Es geht ganz vieles, auch wenn es vorher vielleicht ganz klar aussah und Sie jetzt meine Argumentation ganz toll folgen können. Das ist ja der Grund, warum wir mit Risk und Money Management arbeiten. Dass wir unsere Position absichern und nicht all in gehen sozusagen, der alte Schlachtruf der Börsianer, insbesondere derjenigen, die schnell rausfliegen aus dem Markt. Nein, also es geht nicht darum, hier alles auf eine Karte zu setzen, wie die Wahrscheinlichkeit ist am größten, also alles auf Kaufen, das ist natürlich fahrlässig. Aber die Chancen stehen immer noch, ob wir es mögen oder nicht, ob wir es fundamental toll finden oder sagen, hier das griechische Monster wird uns alle auffressen und wer ist Griechenland, wir haben Angst vor Spanien, Italien, Portugal, was auch immer. Das ist alles völlig wurscht, welche Meinung da ist. Im Moment zeigt der Markt eine ganz klare Richtung abwärts, ja, überhaupt nicht bullisch. Es gibt im Moment überhaupt kein Momentum oder keinen Grund, long zu gehen. Gibt der Chart auf Tagesbasis im Moment überhaupt nicht her, aber ich muss auch ganz klar sagen, die Abwärtsrichtung scheint im Moment nicht die überzeugende zu sein. Zumindest kann ich es im Wesentlichen jetzt noch nicht nachvollziehen. Was haben wir für Unterstützung dazu? Wir haben auf jeden Fall hier eine interessante Marke durch die abwärtsgerichtete Trendkanalseite. Ich könnte mir also sehr gut vorstellen, wir kommen hier sogar noch ein Stück tiefer. Ja, also durchaus nochmal für ein bisschen Short würde was hier sprechen. Wir können natürlich hier nochmal mit Fibonacci's arbeiten beispielsweise, dass wir hier Fibo mal anlegen, wie weit es nochmal runtergehen kann. Dafür wäre es natürlich jetzt schon gut, gegebenenfalls einen längerfristigen Chart nochmal sich anzeigen zu lassen. Jetzt versuche ich es doch nochmal. Aber manchmal kollidiert das mit der Webinar-Software. Wenn zu viele zugucken, wenn alle die Augen zumachen, dann klappt es bei mir hier schneller.
Nein, also das kann manchmal Schwierigkeiten machen, das müssen Sie selber ausprobieren. Gegebenenfalls gehen Sie auf eine andere Chart-Einstellung, nicht jetzt hier gerade auf den 1-Euro-Kontrakt. Für die längerfristigen Sachen ist das manchmal sinnvoller. Ja, weil da spielt das mit dem 1 € ja keine Rolle. Es geht ja mehr dann um die Analyse des Charts. Und da könnte man jetzt auch nochmal mit Entschuldigung, mit Fibonaccis anfangen, indem man einfach vom Tief zum Hoch misst und das Ganze dann ausrechnet. Das erspare ich uns jetzt mal. Ich möchte lieber auf ein kürzerfristiges Bild gleich gehen. Aber ich denke, das Prinzip grundsätzlich haben Sie verstanden. Wir müssen jetzt hier gucken, wo ist eine Unterstützungslinie, wie weit geht der Kurs hier grundsätzlich noch nach unten, bevor wir hier in die Aufwärtsrichtung nachher dann wieder gehen können. Im Moment zeichnet sich das ja noch gar nicht ab. So, und jetzt wollen wir mal Folgendes machen. Uns geht es jetzt ja noch nicht so sehr darum, wo der Kurs dreht. Das können Sie nachher als Hausaufgabe selber machen. Das kriegen Sie hin. Sondern wir wollen mal gucken, wie die Bewegung aktuell jetzt im kürzeren Bild aussieht. Und deshalb wechseln wir mal auf den Stundenchart beispielsweise. Und da haben wir eine interessante Situation. Jetzt gehen wir ein bisschen hier raus. In der Hoffnung, dass ich die interessante Situation auch sehe. Jetzt sieht man, dass ich die Linie nicht ganz millimetergenau gemacht habe. Wir können sie auch wegmachen jetzt. Die spielt jetzt hier auf der kleineren Ebene keine Rolle oder eine unmaßgebliche Rolle. So, und jetzt können wir sehen, dass wir immer noch auf der Abwärtsseite hier im Moment ja durchaus die Schubrichtung haben. Gucken Sie sich mal an. Schub hier nach unten. Und dann sehen wir, das ist doch Kraut und Rüben hier. Das ist doch kleine Korrektivgeschichte. So, also gegen den Trend. Danach wieder Schub nach unten. Ja, ich weiß, wir wissen alle, wie der entstanden ist. Aber nichtsdestotrotz, Kraut und Rüben wieder nach oben, das ist korrektiv, das Ganze. Ja, aber überlappungsfrei. Also Haupttrend geht eher noch nach unten. Auch hier das Ganze geht eher nach unten, Schub nach unten und so weiter. Also im Moment, wobei das hier sieht vielleicht eher nach der Endphase aus. Ich kann mir also vorstellen, da kommt ein bisschen wieder höher mal. Aber im Wesentlichen kann man sagen, wir sind auf der Richtung unterwegs, dass die Schübe immer noch nach unten sind und im Moment die Aufwärtsbewegung immer noch das mit der eher Überlappung ist, eher mit der Korrektivbewegung. Und es deckt sich ja auch mit unserer Idee, dass wir vielleicht nochmal die untere Trendkanalseite erreichen und von dort ausgehend dann erstmalig dann wieder über die Long-Richtung nachdenken können. So, und jetzt können wir mal hier im Kleinen gucken. Jetzt schauen wir uns mal diese Bewegung hier an. Ich möchte mal das, was wir heute jetzt haben, das war jetzt das Gap, so viel von wegen Panik, wegen Griechenland. Klar, wer hier eine Long-Position hatte, der ärgert sich hier 300 Punkte nach unten. Aber wenn man ehrlich ist, auf so eine Bewegung, die wir hier haben, ist das doch gar nichts gewesen. Ja, dann drehen sich doch nicht mal die Hühner nach um. Also das macht alles keinen echten Paniken-Eindruck. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir jetzt heute haben. Gehen wir mal hier ein bisschen zurück. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche Bewegung wir so weit haben. Gucken Sie mal die Aufwärtsbewegung hier an. Hier haben wir doch genau das umgekehrte Bild. Das ist doch genau perfekt, was wir vielleicht sogar noch gleich, oder ich weiß nicht, ob wir es gleich noch handeln können oder was Sie sich für die nächsten Stunden mal angucken können. Gucken Sie doch mal von dem Tiefpunkt hier. Die Aufwärtsbewegung ging schubweise nach oben. Wir haben hier eine Korrektur, die tendenziell eher so zur Seite nach rechts geht. Wir haben hier eine Korrektur, die eher nach unten geht. Das haben wir doch vorhin schon mal gehabt. Manch ein Profi würde sagen, Pattern Alternation. Ja, alle anderen, die sagen, Bro, haben wir vorhin schon gehabt, hat schon mal gepasst. Das sieht doch toll aus. Diese Bewegung hier in der Mitte ist sehr schub, sehr stark. Das ist auch eine typische Bewegung. Für alle Elliott-Wellen-Freaks, ich weiß, ein paar sind unter uns. Mal kurz der Hinweis, das sieht doch verdammt, ich sag's mal so böse, danach aus, Schub nach oben, erste Welle, Korrektur, zweite Welle, dritte Welle nach oben, vierte Welle und die fünfte Welle, wir sehen, die fünfte, die läuft aus, vielleicht ist es sogar eine Ending Diagonal, wir sehen, dass hier Überschneidungen sind, das sind alles so typische Geschichten für die letzte Bewegung, für die fünfte Welle nach oben, anschließend müsste was Korrektives kommen. So, und wenn ich jetzt die Bewegung angucke, über die Einzelteile kann man sich ja streiten, aber jetzt gucken wir uns doch mal die Bewegung gesamthaft an. Jetzt können Sie gleich feststellen, der Born redet immer nur den gleichen Mist. Macht überhaupt gar keinen Spaß mit dem Kerle, denn der zeichnet doch schon wieder hier so blöde Linien ein. Es sieht doch genauso wieder aus. Zwischen parallelen Linien, der Kurs hat eine Tendenz eher nach rechts, das fällt ja hier fast gar nicht, aber es fällt. Dass der Kurs nach unten geht, sind wir uns einig. Aber im Verhältnis zu dem Auftrieb, den wir hatten, gucken Sie mal, wie schnell die Bewegung nach oben war. Ich mache das mal mit einer Trendlinie hier. Von hier nach hier. So, wie steil das ist. Und jetzt gucken Sie sich mal dagegen an, wie langweilig
und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, wie langwierig die Abwärtsbewegung von hier nach hier selbst, aber jetzt nochmal genau, sind wir hier noch weiter unterwegs, hier unterwegs ist. Da sehen Sie, die Abwärtsbewegung, das ist, geht Suche runter, das geht nicht schnell auf einen Schwung, ja? Sondern das ist ganz klar eine Korrektivbewegung, so wie das aussieht. Und jetzt haben wir doch noch eine schicke Zusatzinformation. Fibonacci-Retracements. Gucken Sie sich das an bei Tools. Fibonacci-Retracements. Da unten ging es los. Da war das hoch. Und jetzt wissen wir doch, typischerweise geht der Kurs 50 bis 61, 8% runter. So, und das ist wo? Das ist 50er Marke ist hier, die 61, 8er ist hier. Theoretisch hätte man hier sogar schon long gehen können. Manch einer ist das möglicherweise, weil er gesagt hat, naja, das sieht tendenziell durchaus korrektiv aus, zwei Arme hier runter, dann zur Seite korrigiert, dann hier nochmal, da kann ich hier long gehen. Derjenige ist zwar jetzt enttäuscht, aber nach so einem Anstieg hat man den Stop definitiv nicht mehr im Minus. Warum? Macht doch keinen Sinn. Wir sind schon so stark gelaufen, man zieht den Stop nach, mindestens mal auf dem Einstieg. Sie wollen ja nicht nochmal negativ sein. Ob das ein bisschen noch positiv, ein bisschen negativ, das ist nachher nicht kriegsentscheidend. Klar hat man lieber plus 10 Euro auf dem Konto als minus 10 Euro, aber wenn Sie 500 riskiert haben, ich mache nur ein Beispiel, oder 200, 300, dann spielt es keine Rolle, ob Sie 10 plus oder 10 minus sind. An sich sind Sie hier mit plus minus 0 raus. Ja, je nachdem, wie Sie hier reingekommen sind, ob als Pauschaleinsteiger, Sie wissen, zwischen 50 und 61,8 kann man durchaus mal einsteigen, oder ob mit Bestätigung dann von mir aus über diese letzten Kerze, dann wären sie hier möglicherweise rausgeflogen. Macht dabei Sinn. Dynamisch hoch, da ist die Freude groß, aber genauso dynamisch, nein, ehrlich gesagt sogar noch steiler nach unten. Ja, spätestens da zieht man den Stop nach, da gibt es überhaupt keinen Grund. Wenn Dynamik durch Dynamik abgelöst wird, dann sollten Sie Sorgen haben. Wenn Dynamik hier durch eine schöne Korrektur abgelöst würde, hätte ich hier sogar nochmal nachgekauft. Aber es gab keine schöne Korrektur, sondern es gab eine Dynamik, also Stop definitiv nachziehen, plus minus null raus für diejenigen, die hier schon reingehen. So, für diejenigen, die das jetzt nochmal sehen, haben wir doch wieder die Situation. Im Prinzip hat sich nichts geändert. Dynamik ist nach oben und jetzt sind wir hier möglicherweise dann in einer etwas umständlicheren Variante A, vielleicht B, C. Jetzt können Sie mich natürlich festnageln und sagen, aber ist das eine echte Korrektur? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht, aber im Zweifelsfall ist mir das egal. Gehe ich mal davon aus, dass das hier eine Abwärtsbewegung war, hier eine ABC mit Flat und hier nochmal runter. Im Endeffekt kann ich aber sagen, die gesamte Bewegung, die geht ja nun mal bis hierhin, die ist eher korrektiv, was wir hier so sehen. So, also beste Voraussetzung eigentlich dafür, davon auszugehen, dass wir mehr oder weniger ab sofort, wir sind wieder im Bereich 50 bis 61,8, wir sind in der Unterseite des Trendkanals in etwa, dass wir in naher Zukunft hier auf die Long-Seite gehen können. Jetzt können wir Folgendes machen. Ich mache mal Beispiel Nummer 1, das ist wirklich das Einfachste. Wir kaufen einfach mal. Ja, dann gehen wir hier oben, gibt es einen Buy-Button beispielsweise. Da können wir kaufen und wir könnten theoretisch, weil wir wieder Bereich sind 50 bis 61,8, könnten wir einfach an der Stelle jetzt einen Kauforder mal reinsetzen. Das machen wir mal. Einfach beispielhaft, nur dass Sie mal auch sehen, worauf sowas hinausläuft. Wie würde man das Ganze stoppen? Denken Sie an das Stichwort letzte Verteidigungslinie. Ich habe das manchen schon erklärt, die es schon ein paar Mal gehört haben. Auf jeden Fall wollen wir nicht mehr, dass der Kurs hier unten drunter geht. Wer schon ein bisschen sich auskennt mit diesen Fibonacci-Linien, der weiß, dass dieses Kursmuster typischer Weise eigentlich nicht mehr deutlich unter die letzte Verteidigungsmarke fällt, wenn es nachher doch noch steigt. Vorsichtig, das war ein gefährlicher Satz. Es fällt darunter nicht mehr, typischerweise, wenn es anschließend noch steigt. Vorsichtig, ich habe nicht gesagt, dass es hier nicht drunter fallen kann. Nee, nee, das kann hier locker darunter fallen. Aber wenn es darunter fällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch wieder nach oben geht, relativ gering. Ist nicht null, aber relativ gering. Das heißt, wenn ich doch hier irgendwo long gehe, dann macht es hier unten kaum noch Sinn, die Position aufrecht zu erhalten, denn die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich noch da hochkommt, wird immer kleiner. Und tendenziell gehen wir ja davon aus, dass wir die Bewegung, die wir hier vorne sehen,
aufgrund von Symmetrie hinten mindestens nochmal sehen. Das zeige ich vielleicht gleich im anderen Beispiel. Einige wissen das. ABC oder Symmetrie, sowas in der Richtung, kann sogar noch größer von den Bewegungsabläufen sein. Also nicht nur 1 zu 1, sondern noch ein Vielfaches davon. Das sind alles durchaus realistische Möglichkeiten, die da sind. Jemand hat gerade noch mal, das sehe ich gerade, die Frage gestellt, wären Sie da kurz vor 17 Uhr nach Trendwende Short gegangen? Jetzt gucken wir mal, kurz nach 17 Uhr Trendwende Short. Also hier wäre ich nicht Short gegangen, nichts, keine Bewegung. Hier ist zwar stark nach unten, das könnte einen ja motivieren, nach Short zu gehen, aber ich habe hier Armbrücken nach oben gewonnen, Armbrücken nach unten, 1 zu 1 Situation. Wer hat jetzt recht? Ich weiß es nicht. Also ich wäre hier irgendwo Short gegangen, wenn ich hier eine korrektive Gegenbewegung bekommen hätte. Und die sehe ich hier nicht. Kann ich im 5-Minuten-Chart hier nicht erkennen. Der Kurs war zwar mal hier unten, ist wieder hoch, aber da sehe ich nichts Korrektives. Ja, also insofern mir zu gefährlich. So, aber jetzt kommen wir erstmal mal auf das Pauschalbeispiel. Einstieg hier unten. Stop wäre dann hier unten. Und Ziel wäre irgendwo das hier nach oben projiziert. Das wäre so Pi mal Daumen auf jeden Fall mal hier gerechnet. Jetzt habe ich eben auf Tagesbasis gesagt, Mensch, eher sogar noch Chance nach unten. Jetzt fängt er hier mit Long-Überlegungen an. Sie haben recht, aber es geht mir nicht darum, dass wir von hier aus die 13.000 ansteuern, sondern mir geht es nur um eine kleine Gegenbewegung innerhalb der Abwärtsbewegung. Und mehr geht es mir hier nicht. Und dieses Muster spricht tendenziell eher dafür. Die Chance, die Eintrittschance dafür, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Prozent die ist. Ich halte die aber aufgrund des Musters für nicht so schlecht und den Rest holt sich das Chance-Risiko-Verhältnis. Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Tragen wir mal hier ein, wo wäre der Stop? Legen wir den mal ungefähr auf 10.775. Machen wir das mal so ganz grob. Ja, das ist der Stop-Loss, den wir hier jetzt mal ganz grob drin haben. So, und Take-Profit, ungefähr die 1 zu 1 Situation. Wenn ich das jetzt hier, können Sie mit der Zeigefinger-Daumen-Methode machen. Verlernt man immer gerne, wenn man es lange nicht gemacht hat. Einfach mal hier den Daumen hinlegen, da den Zeigefinger und dann die Fettfinger hier oben nochmal antragen. Dann kommen Sie irgendwo, also ich weiß nicht, wie Ihre Finger sind, aber bei mir kann das da manchmal so Flecken hier geben. Wenn Sie zu den Chipsessern gehören beim Traden, dann auf jeden Fall. Das mache ich jetzt zufällig nicht, aber bei den Temperaturen, die wir ja in Deutschland im Moment haben und hier in Japan ist es ja auch mitunter nicht ganz so kühl. Da kann das schon mal passieren. Also ich sage mal, 11.100 ist auf jeden Fall meine Hausnummer, die jetzt nicht so abstrus scheint. Dabei tendenziell sogar, wir gucken, dass wir die richtigen Anzahl von 1 und 0 hier hinkriegen. Das macht durchaus Sinn, dass wir zumindest mal bis dahin gehen. Wer es ein bisschen professioneller machen kann oder will, der kann hier natürlich noch andere Hilfsmittel nehmen, zum Beispiel den Distanzmesser und könnte jetzt hier mal messen, wie weit von hier nach hier oben. Da war die Bewegung so lang. Und jetzt können Sie das Ganze verschieben, indem Sie da draufklicken und das hier rübersetzen. Ja, auf dieses Tief, dann kommen wir hier oben auf die 11.100. Wenn das Tief noch ein bisschen niedriger ist, müssen wir es ein bisschen anpassen. Aber ich sage mal so eine Größenordnung. Jetzt sehen wir, wir könnten 240 ungefähr gewinnen. Wir könnten 85 verlieren. Das ist ungefähr ein 3 zu 1 Verhältnis. Da sind wir jetzt nicht so päpstlich wie der Papst, aber so ungefähr. Das ist ein Trade, den wir durchaus mal machen können. 3 zu 1, nicht so schlechte Überlegung. Ich setze das Ganze jetzt mal als Kauf, einfach damit wir das mal sehen, wie das aussieht. Wurde sofort ausgeführt. Sollte auch nicht anders sein. Wir sehen hier unsere Stop-Marke, hier unsere Zielmarke. Wir können jetzt hier noch eine kleine Anpassung machen, weil ich, wenn ich ehrlich bin, mein Ziel immer ein bisschen tiefer setze idealerweise als mein Mindestziel. Also ich habe das immer gerne ein klein bisschen niedriger, weil ich eins nicht leiden kann, dass ich zwar auf dem Chart mein Ziel erreiche, aber meine Position gerade nicht mehr ausgeführt wurde. Ja, deshalb gewöhne ich mir an, ich verzichte lieber auf ein paar Punkte, aber habe dann auch das bekommen, was ich wollte. Das ist jetzt die einfachste Art zu handeln, Art und Weise, einfach indem ich ein tolles Kursmuster habe, wie hier jetzt, der klare Schub, die klare Dynamik nach oben. Wir haben es vorhin erklärt, mit den Trendlinien auch. Hier die Abwärtsrichtung passt, Fibonacci-Level passt, alles wunderbar. Chance-Risiko-Verhältnis passt,
Eintrittswahrscheinlichkeit wahrscheinlich aufgrund der Gegebenheit nicht ganz schlecht. Das ist auf jeden Fall ein machbarer Trade. Insbesondere für all diejenigen, die sagen, ich trade ganz viel, ich habe nicht die ganze Zeit und Lust daneben zu sitzen. Es war ja Zufall, dass wir gerade in diesem Moment hier drauf gucken, hätten wir das Webinar eine Stunde früher gestartet. Dann ständen wir jetzt da oben irgendwo und würden uns noch überlegen, was wir machen. Aber jetzt waren wir gerade da unten, deshalb die Überlegung, warum nicht? Jetzt gibt es natürlich noch eine, sagen wir mal, etwas weisere Methode, ich sage es mal so vorsichtig, die wäre, die ich eigentlich noch lieber mag, aber es hängt immer so ein bisschen davon ab, was ich für einen Markt da handle und ob ich die Zeit habe, auch mich um Sachen parallel zu kümmern. Die Alternative ist, ich warte auf eine Bestätigung. Und das wäre jetzt im Prinzip, dass ich hier jetzt sage, zum Beispiel auf 5 Minuten, was passiert, wenn er jetzt die nächsten 5 Minuten mal, also die nächsten mehreren 5 Minuten Kerzen hier mal nach oben laufen würde und anschließend ein bisschen korrektiv eine Gegenbewegung. Also irgendwie sowas wie hier, ziemlich zügig hoch und danach korrektiv nach unten oder so zur Seite, wie wir es hier haben. Dann würde ich das hier als Einstieg dafür benutzen, da long zu gehen, auf der kleineren Zeitebene. Wenn Sie schon auf Minute sind, wird das natürlich schwierig mit noch kleinerer Zeitebene, aber wenn Sie dieses Muster sehen auf dieser kleinen Bewegung, dann haben Sie einen guten Anreiz, das Ganze nochmal zu machen und hätten dann sogar die Chance, auf dem kleineren Bild dann auch mit dem engeren Stop sogar noch, nämlich auf das letzte Tief zu argumentieren. Denn Sie würden im Prinzip genau das Gleiche, was wir hier sehen, hier im Kleinen nochmal sehen. Also das Gleiche in Grün sozusagen. Ja? Jemand hat geschrieben, und das finde ich sehr gut, hier schreibt jemand, Internetverbindung schafft es leider nicht, alles gleichzeitig, deshalb dann die Aufzeichnung, genau, also wenn Sie wirklich ganz große Schwierigkeiten hätten mit dem Live hier, was wir jetzt hier machen, dann gucken Sie sich einfach die Aufzeichnung nochmal an, dann haben Sie es da ein bisschen einfacher. Jemand hat hier ganz clever geschrieben, finde ich super, 80% sind oftmals auf der sicheren Seite, das stimmt, deshalb, ich habe jetzt hier die 100% genommen, das waren die 1:1, die 100%, man kann jetzt auch sagen, ich nehme 80% davon. Es gibt aber einen Tipp, wie man da sich der Sache ein bisschen nähern kann. Wenn die Bewegung nachher, die wir jetzt hier nach oben bekommen, ähnlich schön verläuft wie diese hier, ähnlich steil verläuft, dann bin ich gerne bereit, auch die 100%, notfalls sogar noch mit Ziel, dass es sogar noch weiterläuft. Da habe ich jetzt im übergeordneten Bild so ein bisschen meine Schwierigkeiten, das mag ich jetzt gar nicht erwarten, dass der Kurs da so weit nach oben geht, aber zumindest mal, dass er die 100% nahezu erreicht, lassen Sie es 90-95% sein, 100% sage ich jetzt mal. Wenn der Kurs sich aber jetzt hier hinten sehr viel Mühe schon geben muss und aber nicht in die Puschen kommt, ich mache mal das Beispiel, gucken Sie mal hier, das ist der vordere Teil, das ist aber die dritte Welle, das ist jetzt ein kleiner Unterschied, aber es ist optisch, zeigt das genau, was ich will, weil das passiert manchmal nämlich auch bei einer Dreiwelligkeit, die wir ja hier erwarten. Sie haben hier vorne einen schönen Schub, danach die Korrektur und danach geht wieder ein Schub, ja, die Richtung stimmt, Trend, aber gucken Sie sich mal den an, der bricht sich hier beide Beine beim Laufen, sage ich immer. Ja, also das macht keinen Sinn, das Ding wirklich bis zu 100% ausreizen zu wollen, dann sagen Sie einfach, komm, ich habe 80% gesehen, was soll's, ich nehme das Ding mit, den schönen Gewinn mit, so wollte ich natürlich sagen, und freue mich darüber, klar könnte das noch mehr werden, aber was soll's, ich habe hier meinen Spaß gehabt, so schlecht ist die Idee nicht. Ja, also Sie sehen, worauf ich hinaus will, lassen Sie doch den Chart entscheiden. Sie müssen doch das gar nicht entscheiden. Was Sie brauchen ist, dass Sie am Anfang eine Bedingung haben und sagen, hey, Jungs und Mädels da draußen im Markt, wenn ihr mir ein schönes Muster bietet, dann mache ich mit. Das ist wie beim Teppichkauf hier. Wenn das Muster nicht da ist, dann machen Sie nicht mit. Wenn das Ihnen gefällt, dann sagen Sie, hey, ich bin mit dabei. Und wenn die dann hintenrum blöd anfangen, da rumzuzicken, dann sagen Sie, dann gehe ich halt wieder. Es ist ja mein Geld, es kann mich ja keiner zwingen. Ja? Bitte sehen Sie es ein bisschen so, weil ich weiß, viele sagen, ja, aber jetzt bin ich schon mal drin. Nein, entweder die machen ihr Spiel oder sie nehmen ihr Geld wieder da raus. So einfach ist die Kiste. Es ist ihr Geld, Sie können das entscheiden. Viele sagen immer, ja, ich muss doch immer, nein, ich müsste doch überhaupt nicht. Das kann doch Sie keiner zwingen.
Dann gehen Sie halt auf einen anderen Markt. Sind ja genügend Märkte da. Gucken Sie mal hier oben. Produktsuche, nur mal, dass Sie es mal gesehen haben. Wir können dann nachher noch mal ein bisschen rumspielen. Wie viele alleine Märkte, gucken Sie sich das mal hier an. Wie viele Indizes alleine Sie hier zur Auswahl haben. Gut, es sind ein paar Doppelte, weil Sie dürfen zwischen Mini und Voll und sowas noch mal entscheiden. Aber alleine das macht schon Spaß. Währung kriegen Sie alle hier gar nicht auf ein Ding hin. Es wurden mehr als 100 Produkte, da ist die Liste dann schon überfordert hier. Deshalb können Sie dann jetzt sagen, okay, ich will nur alles jetzt mit, was weiß ich, Schweizer Franken drin haben. Gut, Schweizer Franken ist meistens nicht vorne, deshalb ist das ein bisschen jetzt billig. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel Euro, da haben Sie natürlich dann auch Schweizer Franken mit dabei, weil die da hinten stehen. Deshalb ist das so gedacht jetzt hier. Ja, also Sie sehen, da haben wir eine ganze Reihe wirklich hübscher Geschichten dabei. Selbst Sachen wie jetzt noch gegen dänische Krone, was jetzt nicht sicherlich zu den meistgehandelsten Währungen führt, aber durchaus auch eine hübsche Bewegung mal mitmachen kann. Also solche Sachen, Sie haben genügend zur Auswahl, glauben Sie mir, dass Aktien auch jetzt wenig, die mit Euro vorne sind oder im Kürzel, müssen Sie dann natürlich wieder rausnehmen. Aber wenn Sie alleine mit E hier, sehen Sie sich das mal an, wie viel Sie da schon drin haben. So, das nur als so Rand- oder Zusatzidee dazu, eben nicht zu sagen, ja, aber ich muss doch hier beim DAX nehmen, was ich kriege. Nö. Jetzt haben wir gerade mal eine interessante Situation, nehmen wir die mit. So, um hier das abzuschließen, hier können wir jetzt noch eine Stunde drüber quatschen, da passiert jetzt wahrscheinlich nicht so schnell was. Das würde mich zumindest sehr wundern. Wir können gegen Ende nochmal drauf gucken, was sich hier ergibt. An sich haben wir hier alles jetzt getan, mehr müssen wir nicht. Wir könnten, wenn wir jetzt mehrere gehandelt hätten, je nachdem, wie viel Kapital hätten wir im Teilgewinnmitnahmen, das war vielleicht für mich ein bisschen kurzsichtig, hätten wir durchaus mehr machen können, zumal jetzt 85 Euro beim ca. 10.000 Euro Konto auch nicht ganz so dramatisch viel ist. Aber vielleicht können wir da an der anderen Stelle nochmal drauf kommen auf das Thema. Entschuldigung. So, die Alternative wäre eben mit Bestätigung hier auf kleinerem Bild. Haben wir im Moment nicht, deshalb lassen wir das aktuell mal weg. Einen Einstieg möchte ich Ihnen aber noch zeigen, den ich auch noch immer ganz gerne nutze. Weil hier in dem Fall finde ich es nicht so schick, beim Ausbruch dieses Trendkanals da oben noch long zu gehen. Weil wenn ich mir das angucke, gucken Sie mal, dann die ungefähre Stoppweite zum Tief und die ungefähre Zielweite, das ist eine 1 zu 1 Situation. Sagen wir mal so, finde ich nicht so sexy, um es ehrlich zu sagen. Deshalb nochmal einen anderen Einstieg, eine andere Möglichkeit. Nämlich in dem Fall messen Sie vom höchsten Punkt. So. Bis zum tiefsten Punkt dann. Der liegt jetzt ungefähr hier. Wir wissen nicht, ob das der tiefste bleibt. Aber im Moment gehen wir mal davon aus, wenn er jetzt noch mal tiefer gehen würde, müssten wir es natürlich neu zeichnen. Vom höchsten zum tiefsten Punkt gemessen. Und dann hier den Trendkanal nach da oben ein bisschen verschieben. Zack. Dann wäre der Bruch dieser Linie ebenfalls ein möglicher Einstieg mit einer etwas besseren Bestätigung als gar keine. Wir haben jetzt überhaupt keine Bestätigung. Es gibt uns einen tiefen Einstieg, das ist gut, aber eine etwas höhere Versagensrate, weil es kann natürlich sein, dass er einfach weiterfällt, auch wenn wir da durchaus Begründung hätten, dass der Kurs da dreht. Ja, also das nochmal als Zusatz für all diejenigen, die sagen, nee, das finde ich nicht so toll, hier einfach irgendwo reinzustechen und auf Chance Risiko zu machen. Da gibt es kein Gut und Böse, sondern das hängt von Ihnen persönlich ab, was Sie für eine persönliche Einstellung zum Handel haben, ob Sie Verluste besser verknusen können. Einige sagen, um Himmels Willen, das kann ich nicht ab, wenn ich irgendwo negativ bin. Andere sagen, ach komm, das gehört mit dazu, aber ich will auf jeden Fall eine Chance dabei haben, möglichst tief mit einzusteigen. Das müssen Sie selber für sich rausfinden. Wie gesagt, da gibt es keinen, das ist der einzige Weg. Wirklich nicht, auch wenn Sie es jetzt vielleicht anders glauben. In Einzelfällen sicherlich, aber nicht in Gesamthaftigkeit des Trades. So. Hier sind wir durch, da gibt es jetzt eigentlich nichts mehr zu kamellen. Ich gucke nochmal kurz auf die Fragen. Genau. Bis wohin sollte der Schub auf der kleinen Zeitebene gehen? Das ist eine gute Frage, weil ich hatte ja eben gesagt hier, man könnte unter Umständen hier auch schon gucken, dass der Kurs hier einen kleinen Schub mal ausbaut. Da ist mir die Größe ehrlich gesagt egal, sondern eher die Relation wieder wichtig. Nehmen wir mal an, der Schub geht bis 900, nur mal als Beispiel. Dann ist es auf jeden Fall ein Schub, der schön aussehen kann bis dahin.
und dann muss er eine schöne Korrektur haben. Das darf auch auf einer kleineren Ebene gehen, theoretisch. Wichtig ist, dass ich dieses Bild, sagen wir mal, also wenn es zu klein ist, wenn er jetzt hier von, was weiß ich, wo sind wir jetzt gerade, von 50 auf 57 einen Schub gemacht hätte für 7 Punkte, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ist ja lächerlich. Es muss schon so sein, dass Sie auf welcher Zeitebene auch immer, zum Beispiel auf Minute, dann auch die Bewegung so sehen. Und wenn ich das mir angucke, sieht das nach oben noch nicht so nach dem Schub aus, den ich mir vorstelle. Warum nicht? Bis jetzt zumindest nicht. Vielleicht macht er noch einen Fünfweller hoch, den ich dann nachher hier erkennen kann, dann ist gut. Ja? Also das wäre durchaus schon einigermaßen Schub. Ist nicht ganz so sexy. Sowas ist ein Schub. Ja? Aber so ein Schub, der müsste auch eine schöne Korrektur nach unten haben. So, hier ist der Anstieg, der Rücksetzer sogar noch steiler. Hier jetzt, gucken Sie mal, Schub und jetzt A, B, C. Eigentlich mit Bestätigung wären Sie hier nicht mehr reingekommen, weil der mir hier zu stark gefallen wäre. Wahrscheinlich. Aber er wäre nicht ausgestoppt für die Pauschalisten unter uns. Ich bin jetzt wirklich sehr klein unterwegs. Schließen Sie die Augen, wenn Sie es nicht erkennen können. Entspannen Sie sich. Für all diejenigen mit scharfen Sehsinn, die können noch mal mitverfolgen. A, B, C hier runter. Wir sind mit Sicherheit in den 50 bis 61,8. Wir sind aber mit Sicherheit nicht ausgestoppt. Der hier, der hätte fast sogar eine 1 zu 1 Kiste gekriegt. Ja, wenn man ehrlich ist, aber nicht ganz, macht ja auch Sinn, wir sind ja auch flacher nach oben gelaufen. Da war der Herr oder die Dame, ich glaube ein Herr war es, mit den 80% eben auf der richtigen Seite. Gucken Sie sich mal den Anstieg hier, machen Sie Zeigefinger, Daumen. Und den Anstieg hier ist fast das gleiche, nicht ganz. Aber jetzt gucken Sie sich mal den Anstieg an und wie flach dagegen dieser ist. Das ist genau der Grund, warum ich sage, in dem Fall 80% mitnehmen, fertig. Jetzt sind wir auf Minute unterwegs. Sie sehen, wie Sie das, was ich vorhin gezeigt habe, immer wieder anwenden können. Gucken Sie sich das hier an. Schub nach oben, ABC runter. Mit Sicherheit 50 bis 61,8. Hier könnten sogar noch die Freunde des Candlesticks mitmischen mit dem Hammer. Und Sie erwarten einen Schub nach oben. Ja? Egal wie, ob der jetzt 100% wirklich gesehen hat, das ist, manchmal macht er das nicht, da kann man wieder sagen, siehst du, 80 hätte gewirkt. Es spielt keine Rolle. Sie kommen aus der Sache mit einer heilen Haut raus. Das ist das Wichtige. Sie haben eine Chance auf einen ordentlichen Gewinn. Und selbst wenn es doof läuft, machen Sie eigentlich nicht so viel Minus damit. In dem Fall sogar gar keins, weil Sie nachziehen können. In anderen Fällen ziehen Sie es halt ein bisschen nach. Also das kann man jetzt nicht sagen, dass es immer ideal läuft. Aber die Chancen dafür sind gut, dass man da mit einigermaßen heiler Haut rauskommt. So, jetzt sehen wir hier genau das, was wir durchaus ja im Nebensatz erwartet haben. Nämlich, dass wir noch nicht so richtig vom Schub überzeugt sind, jetzt sind wir sogar noch nach unten gegangen ein bisschen. Ja, soll uns nicht stören, wir sind ja jetzt hier auf einer höheren Zeitebene unterwegs. Selbst wenn er noch um 10 oder 15 Punkte runtergeht, ist das für uns völlig egal. Auch wenn wir uns das anders wünschen, aber es beißt uns ja nicht. Und wir sehen offensichtlich, die Schübe sind noch nach unten, die Korrekturen sind noch nach oben. Theoretisch hätte man sogar auf dieser kleinen Ebene, gucken Sie sich das mal an, 1, 2, 3, 4, 5. Also ist ja fast mustergültig. Liebe Freunde von Ayondo, ihr macht das super. Nein, das ist natürlich umgerechnet auf den DAX. Das ist natürlich hier nicht mit Tricks hier versehen. Aber hier 1, 2, 3, 4, 5, so sieht es aus. Klarer Schub, dann eine ABC hier hoch. Da hätte man da oben sogar schon einen kleinen Short machen können. Ich gebe es zu, auf Minute, vorsichtig. Da muss man sehr flinke Finger haben. Da muss man auch nochmal den Spread mit einrechnen, ob der noch passt. Wobei ich sagen muss, der ist ja hier A noch sehr eng, das ist ein Punkt, darf man also absolut nicht maulen. Insofern quasi die kleinste Vollpunktzahl, theoretisch beim DAX gibt es ja noch die Möglichkeit des halben Punktes, aber auf der anderen Seite haben wir ja auch dafür hier keine Gebühren dann zu zahlen, insofern passt das noch. Insofern wäre das hier sogar noch eine Short-Möglichkeit gewesen, wäre für denjenigen, der es wirklich ganz flink jetzt hier haben will. Und dann Überlegung, wie weit das Ziel. Das hier nochmal nach unten, auf jeden Fall. So, und dann sind wir hier auf jeden Fall noch voll im Rahmen dessen, was noch geht. Und es geht sogar noch ein bisschen dynamischer, also sollten wir uns nicht wundern, wenn er sogar noch ein bisschen tiefer geht. Alles noch kein Drama für diejenigen, die den Pauschaleinstieg gewählt haben, so wie wir das jetzt hier in unserem ersten Beispiel gemacht haben. Für all diejenigen mit Bestätigung, es gab keine Bestätigung, es gab keinen Einstieg hier für die Long-Seite. Wie gesagt, hier sogar noch einen tendenziellen eher für die Short-Seite aufgrund der eher korrektiven ABC-Kiste nach diesem Schub nach unten. So, also
Da, wie gesagt, gucken wir gleich dann nochmal drauf. Jetzt gucke ich nochmal, was Sie sich noch gewünscht hatten. Ich weiß. Was wird da? Also hier schreibt noch jemand, das ist sehr gut. Lieben Dank auch dafür. Also Stochastik und MACD zeigen, ich habe es jetzt ungeprüft, aber in beiden zeigen beide im Stundenchart eine eindeutige Short-Situation. Ja, wir sind ja auch eigentlich nur auf dem Zwischenlong unterwegs. Eigentlich gehen wir ja davon aus, das haben wir ja vorhin auf Stunde gesagt, dass der Kurs sogar noch ein bisschen nach unten geht, sondern mir wäre es eigentlich nur gegangen, dass wir noch mal so ein bisschen mal einen Anstieg nach oben machen, als kleines Intermezzo und anschließend dann weiter nach unten uns fortsetzen. Das wäre eigentlich das Wunschbild, was ich so habe. Jetzt habe ich uns hier ein bisschen verrutscht hier. Sie sehen, da können Sie die rumspielen und die ein bisschen rüberschieben hin und her, wie Sie es eben auch gerade brauchen. Also insofern ist es schon gut, auch das übergeordnete Bild anzugucken. So, jetzt gibt es im 1915 EU-Statement. Allerdings, wenn wir ehrlich sind, 1915, ja, da ist der Kurs hier nach unten gegangen. Aber ja, man muss man auch ehrlich gesagt sagen, so richtig was weiß man da auch nicht, was da jetzt passiert aus der ganzen Griechenland-Krise. Eine gute Frage kam, Teilverkäufe jetzt. Was wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier 10 Long gegangen wären? Sollten wir jetzt auflösen? Nein, das wäre aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Es macht dann Sinn, Gewinne mitzunehmen, aber jetzt hier die Position zu verringern, ist eigentlich doof, denn wenn der Kurs diesen höheren Schwung noch braucht und dann nach oben geht, das macht keinen Sinn. Lieber dann die Position schließen und sie neu aufmachen, wenn dann die Bewegung nach oben kommt. Aber ich halte von Teilrücksetzern oder von Nachkaufen in beiden Fällen nichts. Also Average Down hat man das früher genannt. Ja, ist ja klasse, da habe ich da oben, habe ich für den Preis gekauft, hier unten habe ich nochmal billiger nachkaufen können. Average Down ist eine Geschichte, die sehr schnell ganz schön teuer werden kann. Da würde ich zumindest mal für uns als Trader überhaupt nichts davon halten. Wenn Sie jetzt in Ihre Lebensversicherung das immer nur einkaufen, dann kann das natürlich mein Argument sein, mit Blick auf, dass die Märkte wahrscheinlich in 100 Jahren höher stehen als heute, in der Hoffnung, dass Sie 100 Jahre noch leben. Aber das ist durchaus gegeben. Aber als Trader, der ja durchaus kürzerfristigere Frequenzen hat, ob das jetzt 5 Minuten oder Minutenchart ist, Stunde oder selbst im Tagesbasis ein bisschen für die nächsten ein paar Wochen, macht das normalerweise keinen Sinn. Im Gegenteil ist das sogar noch wahnsinnig gefährlich. So, ich lasse das mal hier auf 5 Minuten, ich stelle das mal wieder um, lasse ich das nochmal mitköcheln im Hintergrund, da können wir gleich nochmal drauf gucken, was wir da haben. Sie sehen, es ist jetzt schade, wir sind hier ein bisschen, haben wir überschossen, aber wenn wir ehrlich sind, so richtig passiert ist noch nichts und Stoppweite ist auch noch weit genug. Und deshalb macht das auch Sinn, also den Stopp hier nicht eng zu setzen. Denn der enge Stopp, der würde hier keinen Sinn machen, alleine aus dem Grund schon, weil der Markt hier eigentlich zu wenig Umkehrsituation hat. Man wäre hier sofort ausgestoppt, dann hätte man sich rausreden können, wieso geniale Chance-Risiko-Verhältnis. Aber das macht dann auch wieder keinen Sinn, wenn Sie im Prinzip vorher schon quasi sicher damit rechnen müssen, dass Sie regelmäßig da ausgestoppt werden. Das macht dann auch irgendwann psychologisch keinen Spaß mehr. So, jetzt machen wir noch mal ein, zwei andere Sachen. Jetzt haben wir schon wieder zu lange über den DAX gesprochen. Aber ich sage es ja immer ehrlich, das, was wir hier besprechen, es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob das jetzt der DAX ist oder irgendwas anderes. Es kommt hier eigentlich mehr darauf an, dass wir das Prinzip der Marktbewegung verstehen. Das können Sie übertragen auf alles Mögliche. Nachher können Sie zum Beispiel auf Ihre Currency List gehen. Und weil irgendjemand hatte, glaube ich, nach irgendwas mit Schweizer Franken gefragt. Vielleicht war das Euro mit Schweizer Franken. Ich will aber nur ganz kurz da drauf gucken, weil ich den im Moment nicht so gerne mag, ehrlich gesagt. Zumindest im längerfristigen Bild mag ich ihn nicht so gerne. Wir haben immer noch die Verwerfung in Sichtweite. Ich mache das nochmal an. Manch einer erinnert sich da noch, da war was. Gucken Sie sich mal das an. 15. Januar, da hat die Schweizer Notenbank die Fixierung von 1,20 aufgegeben und dann hat der Kurs doch eine ziemlich ruckartige Bewegung gemacht und das war natürlich erstmal ein Schock für den Markt. Und jetzt die Frage, wie geht der Markt damit um? Dieses Gesamtbild, ich mag es nicht analysieren. Das ist ein gefakter Markt, zumindest für dieses Segment. Hier kann man jetzt drüber reden, über kleinere Bereiche.
Das heißt, jetzt hier mal auf Stunde zu gehen beispielsweise und versuchen, ob hier ein Kursmuster ist, was man durchaus umsetzen kann. Das halte ich für noch nachvollziehbar, aber bitte nicht auf das langfristige Bild. Das ist mir als Charttechniker zu unsicher, sage ich ganz ehrlich. Und wenn ich dieses Ding hier sehe, ich zeige hier nur, worauf ich achte, damit Sie sehen können, warum entscheidet er sich so. Ich sehe die Aufwärtsbewegung, die ich hier sehe, die ist stark überschneidend. Ja, gefällt mir also nicht als Trendrichtung, ist eher eine Counter-Trendrichtung. Jetzt gucke ich mir das an. Das Ding ist stark dreiwellig orientiert. Ja, ist auch doof. Wenn ich das von hier betrachte, denn das war höher, dann ist das entweder was Zusammenziehendes, also auch was Korrektives, was ich aber im Gesamtkontext nicht handeln will, weil mir das übergeordnet nicht gefällt. Oder es ist eine Abwärtsbewegung, die sich noch fortsetzt. Auch hier geht es aber mehr zur Seite als in eine Richtung. Gefällt mir alles nicht. Ich würde mich, oder wenn ich jetzt dann sage, okay, erster Schub, Korrektur, Korrektur ist zu hoch. Hier wieder Schub, Korrektur, die beiden Korrekturen überschneiden sich. Also das macht alles keinen Sinn. Für mich eine ganz klare Entscheidung, hier auf Stundenchart gar nichts zu machen. Eine No-Trade-Situation. Ja? Insofern gut, also erstmal schade, warum kann man da nicht was draus machen? Ja, das ist doof. Aber auf der anderen Seite gut ist so ein klares Votum. Ja, gibt doch eigentlich nichts zu machen, kann man doch relativ schnell erkennen. Jemand hatte eben noch mal gesagt, ich glaube Post war das, vielleicht wegen der Einigung, die war. Wir können ja mal kurz drauf gucken, dann gucken wir gleich noch mal ein Indiz oder eine Währung an oder vielleicht auch Crude Oil oder sowas in die Richtung. Gucken wir mal Deutsche Post an. Einfach mal, dass wir so ein Gefühl dafür kriegen, wie man auch jetzt zum Beispiel jetzt wo Nachrichten ja waren, dann hat man ja immer ein Interesse, Mensch, da muss man doch was draus machen können. So, schauen wir mal. So. Gehen wir mal hier auf Tagesbasis kurz. Wenn Sie jetzt sagen, wer handelt schon Deutsche Post, ja, den vertraue ich nicht mal meine Briefe gerne an, dann soll ich die Dinge auch noch hier handeln. Gut, Sie könnten ja Short gehen, wenn es Ihnen nicht gefällt. Trotz alledem, es geht ja um nichts anderes als irgendeinen nackigen Chart zu sehen. Blenden Sie sich die Daten aus. Wenn ich ehrlich bin, wir können das vielleicht auch noch mal irgendwann wieder mal machen. Von mir aus gerne beim nächsten Webinar, was wir hier veranstalten. Ich scanne einfach nur durch die Märkte, ich gucke mir einen Chart nach dem anderen und mir ist das völlig wurscht. Ich sehe erstmal gar nicht, was es für einer ist. Ich gucke nur auf die Bewegung. Die Aufwärtsbewegung schrappt gerade an der Korrektivbewegung vorbei. Wenn ich ehrlich bin, überlappt er mir hier schon zu viel. Da hat er mal nicht überlappt, aber hier geht das schon wieder los. Gefällt mir nicht. Die Abwärtsbewegung auch nicht, die Aufwärtsbewegung auch nicht. Für mich ganz klar, nö, warum soll ich hier mein Geld investieren? Wenn die anderen Marktteilnehmer sich schon nicht einig sind und hier von einer Korrektivsituation auf die andere sind, warum soll ich dann noch mein Geld reingeben? Sollen die anderen sich doch erstmal einigen? Vorher mache ich nicht mit. Sie sehen, so schnell kann man eigentlich erkennen, ob es hier überhaupt Sinn macht, da drauf zu gucken oder nicht. Ja, also es ist keine Garantie, dass der Markt da nicht doch eine Bewegung macht. Aber es ist zumindest nicht zu erkennen im Moment. Und worauf soll man dann seine Bewegung ableiten? So, mal gucken, gab es noch einen Wunsch? Genau, eben keine Position zu haben, ist auch eine ganz klare Entscheidung, die man als Händler haben sollte oder kann. Könnte man die Wellen mal einzeichnen, hat jemand geschrieben. Ganz kurze Frage, bei welchem Titel waren das? Tippen Sie es nochmal ein, dann mache ich das gleich. Ich habe ja versprochen, wir lassen nochmal 5 Minuten nachspielen, weil wir wegen der anfänglichen Aufzeichnung, weil der Born wieder zu blöd für den Knopf war. Nochmal das wiederholen mussten, den kleinen Stahl. Also insofern lassen wir ein paar Sekunden nachspielen. So, jetzt da niemand mehr was sagt, wir könnten noch mal einmal den Euro gegen US-Dollar, wo wir doch hier gerade bei den Währungen sind und manch einer ja vielleicht auch zum Euro noch mal eine Frage auf dem Lippen hat, aber nur zu faul zum Tippen ist. Gehen wir mal auf Tagesbasis zur Orientierung noch mal. Abwärtsbewegung und die Aufwärtsbewegung, die ich hier sehe, die verspricht noch alles andere als Dynamik nach oben. Ist sie für mich korrektiv aus? Also bleibe ich tendenziell auf dem Schritt, dass wir auch dieses hier nach unten nochmal durchstoßen. Für manche einen, manch einer von Ihnen, der kennt die Markttechnik beispielsweise,
Der wird sogar sagen, guck mal, wenn wir hier schon durchgehen, beispielsweise durch dieses Tief oder dieses Tief, dann triggern wir eine nach dem anderen die Stop-Marken und dann wird der Markt sich relativ zügig nach unten entwickeln und dann wahrscheinlich sogar das hier nach unten nochmal durchstoßen. So, wie hat er das jetzt hingezaubert? Großwetterlage ist nach unten. Also ich will jetzt gar nicht als Markttechniker argumentieren. Ich bin kein besonders gut ausgebildeter Markttechniker, sage ich ganz ehrlich. Dafür habe ich meine Leute. Markus Gabel ist da ja eine Koryphäe, Michael Vogt mit seinem Buch natürlich absolut. Aber wir sehen, dass der Markt hier eher wackelig nach oben geht. Das hat einen Korrektivansatz. Gucken Sie mir die Überschneidung. Hier das Hoch, hier die Tiefs beispielsweise. Und da ist eben eine Sichtweise, wenn wir Zwischentiefs, hier hätten wir eins, nach dem Hoch sowieso, dass die dann Verkaufspositionen triggern und dann eben entsprechend von hier dann in die nächsten dann idealerweise reinlaufen und dementsprechend der Kurs dann hier nach unten geht. Ganz glücklich bin ich mit der Geschichte vielleicht noch nicht, aber wir sehen schon, Schübe gehen eher nach unten. Hier Aufwärtsbewegung korrektiv, also ich würde eher auf solche Sachen jetzt auf Tagesbasis zumindest mal warten. Jetzt können wir mal nochmal auf Intraday gucken, ob wir da was sehen. Gehen wir auf Stunde kurz. Oh. Sagen Sie mal was dazu. Wollen Sie es mal raus? Vielleicht höre ich sogar. Also, das ist, wenn ich ehrlich bin, ist das alles noch nicht der Hit. Ja, tendenziell wahrscheinlich eher Short, aber auch hier, man gilt das Gleiche, vielleicht tatsächlich wieder abwärts, Großwetterlage und wir sind hier eher korrektiv nach oben, wenn er hier mal die Dinger durchstößt. Das wäre das Einzige, was ich hier jetzt machen würde, hier richtig aktiv jetzt. Nach der Elliott-Wellen-Variante finde ich nicht so schön, da jetzt was rein zu interpretieren. Wie gesagt, hier bei Brüchen dieser Linien hier, das fände ich eigentlich ganz praktisch, weil Gesamt Situation eher noch nach unten ist und wir dann bei diesen Brüchen eigentlich, sagen wir mal, vorsichtig davon ausgehen können, hoffen können, dass wir dann jeweils dann Verkäufe dann initiieren, die dann den Kurs dann immer noch da weiter drunter drücken. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, was man aus dieser Situation im Moment rauslesen kann, was wir da haben. Ich gucke nochmal, was Sie inzwischen geschrieben haben. So, wir können mal die Commerzbank noch mal eben. Ich gehe jetzt mal auf so ein paar Wünsche ein. Wie gesagt, wenn Sie jetzt sagen, oh, das wird jetzt langweilig, jetzt macht der Einzeltitel. Wie gesagt, im Gegenteil. Eigentlich sollten Sie Augen zumachen und es Ihnen völlig egal sein. Ich gucke auch immer erst nur auf die einzelne Marktbewegung und anschließend entscheide ich dann, ob aufgrund Nachrichtenlagen ich vielleicht in ein paar Tage in die Pause schicke noch mal. Aber an sich gucke ich auf jeden einzelnen Titel natürlich gerne drauf. Einfach um den Verlauf zu sehen. Und das da, wo ich schöne Muster finde, da versuche ich dann auch gerne mit dabei zu sein. So, Commerzbank. Naja, wenn ich mir das angucke, überlappend nach unten, aber auch nicht so richtig überzeugend nach oben. Ebenfalls kein guter Trade. Also das war auch kein Vorschlag, der mich jetzt vom Hocker reißt. Ich würde da jetzt auch nicht aktiv werden. Was hier mal spannend ein bisschen aussah, wir hatten hier mal eine Kerzenformation. Wir hatten hier, so sieht es optisch aus, kann man mal eigentlich ganz schön mal anbringen. Von hier nach hier gemessen war mal eine Abwärtsbewegung, weil das Thema Symmetrien eigentlich leider gerne vernachlässigt wird. Und jetzt gucken wir mal hier, der Kurs von da oben bis fast da unten hingegangen. Das ist eine echte Symmetriesituation. Jetzt gucken Sie mal das Ding an. Von da oben nach da unten. Jetzt gucken Sie mal von da nach da. Das ist auch fast das Ding. Machen Sie Zeigefinger, Daumen, ist mir zu träge, das hier noch einzutragen. Das kriegen Sie schon hin. Die Bewegung fast genauso lang wie diese Symmetriedinger. Wenn Sie das sehen, dass der Markt Symmetrie aufbaut, ist doch hübsch. An den Stellen sollten Sie gucken, dass es möglichen Dreh für die Long-Seite gibt. Und wenn dann auch noch so eine Kerze hier passiert, dann sind das mögliche Long-Einstiege. Nicht zwangsweise von hier bis Stand 100, aber zumindest erstmal nach oben gehen. Und genauso haben wir es gehabt. Hier hat man vielleicht sogar noch eine tolle Fantasie bekommen, weil wir einen Schub hatten. Und jetzt kommt genau wieder das, was wir vorhin besprochen haben. Schub nach oben, klasse.
Aber Schub nach unten und fast sogar noch schneller. Gucken Sie sich das an, der hat sogar für eine Kerze nur gebraucht für die gleiche Strecke. Wenn Sie sowas sehen, dass der schon mit so einem Schub hier runterkommt, auf Ihren Einstieg hier, dann stoppen Sie da raus. Insofern gutes Beispiel. Finde ich zwar jetzt nicht schön, um einen Einstieg zu finden, aber ich meine, Sie werden ja auch mit solchen, ich sage jetzt mal, blöden Situationen immer wieder konfrontiert, dass Sie sich überlegen müssen, ja klar, jetzt bin ich da mal tapfer rein, aber so richtig die Bewegung, am Anfang war es noch ganz toll, aber danach ging es dann immer blöder, weil der Kurs wieder gedreht hat. Ja, aber das ist doch eigentlich schön, wenn der Kurs erstmal in die Richtung geht, die wir eigentlich uns das vorstellen. Das macht doch Spaß. Anders als unsere Position, die fällt ja hier tapfer. Aber ich habe ja gesagt, wir kaufen hier im Prinzip ins fallende Messer. Mal ruhig wieder wechseln. Wir kaufen hier in das fallende Messer rein, weil wir ohne Bestätigung eben arbeiten. Das ist der Nachteil dieses Ansatzes. Das muss man dann eben auch aushalten. Hier geht es eigentlich nur darum, häufig mit dabei zu sein und zu sagen, naja gut, Chance-Risiko-Verhältnis holt uns wieder raus. Abschließende Interpretation hier dieser DAX-Überlegung gefällt mir jetzt natürlich auch nicht mehr. Macht es Sinn, sie jetzt zu schließen? Wenn ich ehrlich bin, nein. Jetzt sind wir noch an der letzten Verteidigungsmarke, der 76,4 in dem Fall. Manche kennen die 78,6er. Also an diesem letzten Niveau. Es macht jetzt keinen Sinn, die Position hier zu schließen. Wir haben noch eine realistische Chance, dass der Kurs hier abprallt. Für diejenigen mit Einstiegsgesuch, die müssten natürlich diese gelbe Linie hier, meinen sogenannten Greenline-Einstieg, einige kennen das, dass ich das so nenne, hier haben wir halt jetzt eine gelbe Linie, den müsste man natürlich jetzt dann diese Bestätigung von da nach hier unten malen, weil das jetzt im Moment das Tief ist, hier parallel verschieben auf das da. So, das heißt, der mögliche Einstieg dafür wäre hier idealerweise auch dann nochmal mit impulsiver Bewegung nach oben und korrektiv nach unten. Also Sie sehen, für diejenigen, die eher einen ruhigen Schlaf brauchen, ist das mit dem Pauschaleinstieg nichts, sondern dafür ist es mit Bestätigung immer besser. Ich mag zugegeben beides gerne. Ich liebe zwar die Bestätigung lieber. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, gerade auf ganz kurzer Ebene, wenn Sie jetzt hier 5 Minuten, da können Sie auch theoretisch daneben sitzen noch. Wenn Sie jetzt das Ganze bei Aktien, da sage ich mir auch oftmals, komm, geh mal dahin, dann mache ich das schon, macht der Markt das schon, weil ich dann keine Lust habe, dann bei 30 Aktien da den ganzen Tag immer stundenlang oder jeden Tag da drauf zu gucken. Da gehe ich dann ein bisschen großherziger um, wobei das auf den längeren Zeitebenen auch mit dem Pauschaleinstieg empfundenerweise besser funktioniert als jetzt im ganz kleinen Bild dann. Ja, also insofern hier auf diesem ist das ein größeres Wagnis. Geht auch oft genug gut, so ist es nicht, aber es ist, muss man eben auch dann aushalten können, wenn der Kurs dann erstmal dagegen geht. Denn, ich habe Stichwort gebracht, letztendlich haben wir hier nichts anderes gemacht als den Kauf ins fallende Messer, völlig ohne Bestätigung. Im Gegenteil, wir haben ja im Nahkampfchart sogar schon gesehen, dass es eigentlich sogar nach einem kurzen Short nochmal aussah, dass der sich jetzt noch so tapfer entwickelt, ist mal eine andere Geschichte. Aber dass es nach diesem Short aussah, da macht es natürlich dann keinen Spaß, da die Abwärtsbewegung mitzunehmen. Den Trendkanal können wir inzwischen wegmachen, denn der ist eh Geschichte. Insofern brauchen wir den nicht mehr. Und die Zielberechnung, die müssten wir theoretisch dann auch ein bisschen anpassen, denn das Tief wäre jetzt ja hier. Und deshalb müssen wir das Take Profit dann entsprechend dann auch hier ein bisschen nach unten wieder anpassen. Denn im Moment gehen wir nicht mehr zwangsweise aus, dass das Hoch sowieso da oben erreicht wird. Und deshalb ist es auch wichtig, eben erst hier reinzugehen und nicht schon zu hoch zu starten, was einige gerne machen. Denn dann können Sie mit dem Stop da hier unten nicht mehr auf ein ordentliches Chance-Risiko kommen. Selbst jetzt würden wir vom Chance-Risiko-Verhältnis immer noch so ungefähr 2 zu 1 rauskommen. Ist zwar nicht mehr so toll, aber Sie dürfen nicht vergessen, beim 2 zu 1 Verhältnis würde uns immer noch eine Trefferquote von 33% reichen, um nachher auf Null rauszukommen. Null ist zwar nicht unser Ziel, aber ist unsere Minimumvoraussetzung, damit wir sagen können, naja, gut, meine Güte, wir können solche Trades mal versuchen. Wenn es wirklich so blöd kommt, wie es noch kommt, dann gehe ich Null auf Null raus bei 100 Trades. Ja, also Sie verstehen so ungefähr, was ich meine. Ich hoffe das zumindest. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Jetzt also die Frage kann ich noch beantworten. Würden Sie im DAX wieder einsteigen? Also zwei, drei Fragen kamen noch.
Jemand findet den German 30 1-Euro-Kontrakt nicht. Doch, das ist ein Live-Konto hier. Insofern, ich habe es bei mir auch. Das müsste bei Ihnen auch zu sehen sein. Im Zweifelsfall, dass die Aiondo-Leute fragen. Ich bin ja selber nicht von Aiondo, deshalb weiß ich das unter Umständen nicht, warum das vielleicht bei Ihnen nicht klappt. Bitte fragen Sie da selber nochmal nach. Das kann Ihnen keiner besser beantworten als das Aiondo-Team. Da bin ich leider der falsche Ansprechpartner, aber die wissen das natürlich. Die zweite Frage, würden Sie jetzt noch einsteigen oder wieder einsteigen? Naja, wieder einsteigen, ich bin ja noch drin in dem Pauschaleinstieg. Und wenn ich hier nicht pauschal eingestiegen hätte, versucht einzusteigen, wäre ich auch nicht reingekommen, weil ich ja überhaupt gar kein positives Signal hätte. Jetzt muss ich zugeben, ist das nicht mehr so eine schöne Situation. Solange wir aber nicht durch die letzte Verteidigungsmarke fallen, würde ich, wenn es jetzt noch einen schönen Schub hier gibt, Korrektur, sogar noch mitmischen. Da würde ich sagen, naja, gut, ist zwar ein bisschen übertrieben nach unten, aber dann würde ich mitmachen, weil die kleinere Zeitebene es ja uns noch erlaubt, so wie wir es eben ja schon besprochen haben. Wenn er das aber nicht macht, dann gibt es auch keinen Einstieg. Und wenn er jetzt noch durchgeht unter die 78 oder 76,4, die wir jetzt hier angezeigt haben, diese blaue Linie, quasi ungefähr das Tief, also bei 1, 2 Millimeter würde ich noch sagen, na gut, aber wenn er dann mehr macht, sage ich dann, nö, ich bin raus. Manchmal schafft er es dann trotzdem noch, aber die Wahrscheinlichkeit wird unangenehm niedrig, weshalb ich mich dann da eher zurückziehe. Zurückziehen ist mein Stichwort. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht, nie so langweilig war. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen aus der ganzen Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind, wenn es nächstes Mal soweit ist. Ich habe ehrlich gesagt keinen konkreten Termin im Moment für den August im Auge. Zumindest habe ich ihn mir jetzt nicht notiert, blöderweise. Es wird aber im August mit Sicherheit auch wieder ein Webinar geben hier in dieser Konstellation. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Wenn Sie wollen, gucken Sie bei Aiondo nach den Webinaren, die da sonst noch anstehen. Wenn Sie Fragen oder Ideen haben, gucken Sie auf meiner Webseite nach meiner E-Mail-Adresse, wenn Sie sie nicht finden. Doch, das schaffen Sie. Stellen Sie mir die Fragen da. Gucken Sie vielleicht nach dem November-Event für die, die es interessiert. Ansonsten bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen viele erfolgreiche Trades. Dann freue ich mich, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen, wenn es heißt, es ist 19 Uhr. Bis dahin Ihnen alles Gute.